Willkommen zurück zu Witcher 3, White Hunt. Wir haben aus Versehen unser Hauptquest weitergespielt. Ich wollte das gar nicht. Aber irgendwie waren wir halt irgendwo im Sumpf, weil der Sumpf ist doch größer. Und auf einmal stehe ich vor Leuten, die so meinen, hallo, Hexen im Buckelsumpf. Ja, jetzt ist das anscheinend unser Hauptquest. Ich stelle immer jede Menge Fragen. Bevor ich hier Hauptquest weitermache, Fragen stellen. Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Es ist 3 Uhr nachts. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Wer soll das denn? Eine Hexe ist wohl ja nicht, oder? Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er 4 Tätzchen. Hüte deine Zunge! Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten. Ja, und das ist wahrscheinlich ist keine Hexe, oder? Bist du eine der Sumpfhexen? Ich hörte, dass im Buckelsumpf... Ich eine Hexe? Quatsch! Ich habe keinen Besen, keine Eule und keine Warze. Meine Nase ist hübsch. Schau. Omas Nase ist wirklich hübsch. Oh, du Schätzchen. Kinder sind so süß. Total. Ja, ich suche jemanden, genau. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter, meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Ich versuch's mal mit Dings hier, mit, Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Aha. Gibt's hier vielleicht einen Wegpunkt? Jagner, die haben sogar alle Namen, oder? Die können doch nicht mit der einzelnen. Was? Herren des Waldes? Dragon. Ja, guck mal, Dragoniden, Wulfner. Ungefähr ist von allen Königsviefern, oder? Königsbastarde, wie sie in engen Kreisen genannt werden. Das sind ja schon nach Retusa. Büser werden oft für Drachen gehalten. Sie sind zwar viel kleiner als ihre berühmten Verwandten und speien auch kein Feuer, aber gefährlich sind sie nicht. Nichtsdestotrotz, vor allem die sogenannten Königsviefern sind ihr Namen entsprechend besonders niederträchtig und extrem tödlich. Ach, Art wäre effektiv gewesen. Dragoniden. Ich habe doch neulich Dragoniden-Gül aus Versehen gemacht, oder? Warte, ich wollte mal bei Charakteren gucken. Die Baron nimmst du hier. So, wo haben wir denn hier? Dass ihr auch für jede 0815 Person einen neuen Eintrag kriegt, Oma? In Kriegszeiten trifft man viele Leute, die ein grausames Schicksal erlitten haben. Gerard war nicht schockiert, als er in den Sümpfen von Wehen auf eine Frau stieß, die von den Kindern ihre Obhut Oma genannt wurde und offensichtlich Fürchterliches mitgemacht hat. Welcher Schatten auch auf ihr lastet, um die Weisen kümmert sie sich liebevoll und sorgsam. Haben die noch einen gekriegt? Warum haben wir eigentlich schon einen Rittersporn-Eintrag? Vor allem richtig lang, wir sind denen noch gar nicht begegnet. Es besteht übrigens kein Zweifel daran, dass wir Rittersporn begegnen. Okay, dann sprechen wir den Jungen. Ach, der Junge weiß mehr? Kann ich hier einfach mal so einbrechen? Hier, Break and Enter. So viele Betten hier. Nichts zu plündern? Bitterliche Enttäuschung. Doch, warte mal, hier. Das hat sich ja wieder gelohnt. Großmutter. Achso. Achso, das ist ja die Großmutter. Hallo, komischer Junge. Travik. Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Ich will nur wissen, wo ich Hansi finde. Hansi gibt's gar nicht. Geh fort. Geh fort. Ha, fragen die, ne? Finde einen Weg, die Großmutter von der Hütte wegzulocken. Ja, ich könnte wahrscheinlich alles anzünden, nur ich frage jetzt mal alle Kinder. Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Klar, sieht aus wie er. Warum sagst du dann, er wäre erfunden? Das sagt Oma. Oma weiß viel. Hä? Aber vielleicht eine andere Persönlichkeit von ihm? Behandelt eure Oma euch gut? Oder tut sie euch weh? Nee. Sie weint, wenn wir böse sind.
Sie hat Angst, dass Fremde uns holen. Und wir dann weg sind. Ja, was? Der Junge, der mit Hansi spielt, muss mutig sein. Nein, er ist nur dumm. Hat sich mal mit nacktem Hintern auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Aber er spielt mit Hansi. Er hört nicht auf Oma und geht in den Wald. Und dann muss er in die Ecke. Und er isst Schnecken. Igitt. Tja, das bringt mich jetzt auch nicht unbedingt weiter. Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Na toll. Gut, versteckt euch. Aber wenn ich euch finde, helft ihr mir, mit dem Jungen zu reden, der Hansi kennt. Der glaubt, er findet uns so einfach. Der hat sich noch nie vor den Schwarzen versteckt. Nicht gucken. Und du musst laut zählen. Alle Finger. Und die Zehen. 1, 2, 3. Oh Mann. 18, 19, 20. Alles muss versteckt sein. Das war ja einfach. Ja gut, Hexersinne machen sowas natürlich irgendwie erheblich einfacher, oder? Müsste ich die nicht den ihren Herzschlag hören? Haha, ich sehe etwas. Zu laut gelacht. Ah, richtig. Oh. Das gibt's doch noch mit Abschlagen, die mega anstrengende Variante. Oh, guck mal hier. Fußspuren. Die relevant für meine Quest sind. Ja. Wie in die Hütte reingegangen. Das ist ja ein langweiliges Versteck. Wie, durchs Fenster raus? Das ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so langweilig, weil ich. Aber kann ich durchs Fenster springen? Natürlich kann ich das nicht. Ach, das ist ja sehr. Oh, dann hier ist noch eine Truhe. Mäuschen, piep einmal. Ach, ich erinnere mich noch wieder. Ah, das waren Zeiten. Kindergarten ist doch schon verflucht lange her, wo sowas intensiv gemacht habe. In der Schule sind die eigentlich nicht mehr. Das liegt auch daran, dass der Schule einfach nicht kein besonders guter Ort zum Verstecken war. Der war eher langweilig. Ich weiß nicht, wie eure Schule damals war, zumindest die Grundschule, wo man sowas noch gemacht hat. Aber meine Grundschule hat nicht unbedingt zum Verstecken eingeladen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das war das. Ja. Wo sind denn die anderen Drecksplagen jetzt hin? So gut, dass ich irgendwelche Spuren verfolgt habe, aber Weisendorf und Buckelsumpf, das ist ja schön. Ich habe meinen Wegsweiter gefunden. Das heißt, wir können jetzt auch, wenn wir den nächsten Hinweis haben, können wir auch einfach abhauen. Ach, gucken wir uns doch mal einfach diese Hütte an. Ach. Hab dich. Komm raus. Wie hast du mich gefunden? Ja, ganz einfach. Das gibt hier nicht viel Verstecke. Ich habe mal ein Buch gefunden. Die Reise ans andere Ende der Welt. Oder die Reise ans Ende der Welt. Oder keine Ahnung. Oder die Reise in die Welt. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall ein Buch gefunden. So, warte mal. Wir müssen noch mehr Kinder finden. Vielleicht doch bei der Oma mit in der Hütte? Habe ich das vergessen, auch das Kind anzuklicken? Ich meine, die Spuren gehen hier relativ eindeutig zur Tür, ne? Das, zum Fenster raus. Warte mal. Jenny? Ne, Jenny habe ich schon gefunden. Also ich könnte ja auch mal in die andere Hütte gehen, zum Beispiel in dieses riesengroße Tal. Oh, okay. Gut, dann gehe ich hier nicht rein. Das ist zum Glück auch das beste Wetter zum Verstecken spielen. Also ich könnte mir kein besseres Wetter vorstellen. Also wirklich nicht. Gar nicht eigentlich. So, dann gehen die Spuren ja noch weiter. Die hätte ich vielleicht vorhin mal verfolgen sollen. Ach, da! Ich kann dich sehen. So, wer gewinnt jetzt? So, ich habe leider immer noch keinen Hinweis, wo ist das letzte Kind jetzt hin? Das ist Drecksplage. Ich dachte, das wird hier einfach. Das sind die Spuren. Ach nee, die haben sich ja geteilt, die Spuren. Ich könnte. Aber das sind wahrscheinlich die Spuren, die ich schon habe, oder? Oder ist hier noch ein Kind? Das war's. Jetzt habe ich euch alle. Du hast bestimmt gemogelt. Komm, ich muss den anderen sagen, dass ich gewonnen habe. Man wird dann am Tag. Ich habe euch alle gefunden. Jetzt müsst ihr mir helfen, mit Hansis Freund zu reden. Na klar. Haben wir ja versprochen, oder? Oma! Eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen! Oma, komm! Nervige Drecksplagen. Eine Hummel vor allen Dingen. Hummeln ja auch so sehr dafür bekannt, sie zu beißen. Keine Angst.
Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Beschäftigt. Das... Ich frage mal die anderen. Warum hast du Angst zu reden? Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas. Sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt. Ich hab Angst um Hansi. Er kommt schon lange nicht mehr. Einmal habe ich beim Pilzesammeln seinen Bau gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi. Aber sie sagt, er wäre erfunden. Die Eltern sind wahrscheinlich im Krieg verloren gegangen. Wo sind deine Eltern und die deiner Freunde? Tot. Verhungert. Oder getötet, wie meine. Einmal bin ich morgens losgegangen, um Beeren zu sammeln. Da gab's noch welche. Als ich nach Hause kam, hab ich Schreie gehört. Dann Lachen. Ich hab mich oben im Gebüsch versteckt. Meine Mutter hat geschrien. Die Soldaten haben gelacht. Papa lag bei der Scheunentür. Ohne Kopf. Und dann Mama. Schon gut, das genügt. Tja, und Hansi? Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt, nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Ach. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Naja, gut, dann ist es... Was ist los? Sollen wir Hansi suchen? Machen wir erstmal nicht, weil ich möchte erstmal andere Quests abgeben, weil ich bin mich relativ kurz davor zu leveln. Und wir werden früher oder später kämpfen müssen. Und das, deswegen möchte ich vorher mal kurz schnell reisen. Vor allem, weil das Wetter hier gerade sowieso unter aller Kanone ist. Wie weit wir vorhin gekommen sind, ich bin eigentlich nur ein bisschen von A nach B gelaufen und zack, sind wir hier hinten im Sumpf. Hier hinten vor allem das komplette Gebiet habe ich auch noch nicht gefunden. Das da müsste, glaube ich, noch ein großes Lager sein, oder? Das hier ist das andere große Ding. Egal, wir können da zum Glück direkt zum Zentrallager latschen. Rüstung und Waffenschmied. Ich muss mal dringend mit Waffenschmieden reden. Festmachen. Wo ich das komische Zelt wahrscheinlich auch von alleine finde, oder? Ah, nee, das ist ein Hexerauftrag, ne? Was waren dafür eigentlich geboten? Stand das irgendwo? Vermisste Patrouille, ja, ist klar. Zack. Nein, jetzt hätte ich Christian geklickt. Ach, ist ja auch ein Ärger. Egal, prinzipiell müsste ich das ins Lager auch ohne Dingsbums schaffen, weil es müsste ja nicht gleich hier vorne sein, oder? Warte. Moment. Der Kaiser wird uns führen. Oha. Ja, sicherlich, aber mir fällt übrigens gerade auf, wir sollten vielleicht nicht in Unwettern spielen, weil das wirkt sich, also zumindest das große Lager hier wirkt sich mit dem Wetter dazu nicht gerade vorteilhaft auf meine Framerate aus. Oha. Dann mit der Stuart erscheint Novigrad. Ja, genau. Davon ist er ja schon, oder ist er das? Ja, genau. Der Quartiermeister. Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Geralt. Wie kann ich helfen? Hab deine Patrouille gefunden. Der geht's nicht gut. Ich habe deine Soldaten gefunden. Ihre Leichen jedenfalls. Ein Wyvern-Weibchen hat sie umgebracht. Sie sind in ihr Jagdrevier geraten. Ein Wyvern? Bloede Pest. Ich habe noch etwas entdeckt. Du hast die Männer nicht zum Kundschaften ausgeschickt. Das war ein Todeskommando. Sie haben dort ein paar redanische Gefangene exekutiert. So ist der Krieg. Wer verliert, der stirbt. Ja, das ist, was ich hier stolz kann ich hier machen? Was? Das kann ich nur sagen? Diese Männer sind nicht vergessen. Jemand wird kommen und Fragen stellen. In Nilfgaard gilt jeder gefangene Soldat als tot. Gut zu wissen. Diese Gefangenen waren aber Redanier. Das ist bald eine kaiserliche Provinz. Ich wette, die Banner der großen Sonne werden noch vor Sauwine über der redanischen Hauptstadt wehen.
Ja, egal. Zahl schon jetzt hier. Das ist mir nicht relativ egal mit den Geld hier. Zahl schon, Nilfgaarder. Ich habe nicht das geringste Interesse an einer Diskussion mit dir. Ich auch nicht. Das Geld hast du verdient. Nimm es und geh. Das ist ja. Was? 9 Erfahrungspunkte hat der Mist nur gebracht? Das ist ja lächerlich. Das ist auf jeden Fall voll im Hexersinn, sich bezahlen zu lassen und einfach seinen Auftrag zu machen. Aha. Oha. Ich mache mir langsam sicher echt Sorgen um Novigrad, muss ich mal so sagen. Da werde ich wahrscheinlich nochmal extra die Grafik nochmal anpassen müssen für Novigrad, weil wenn das hier in diesem Lager schon teilweise zur Stockung kommt, in Ochsenfurt gab es auch eigentlich auch keine Probleme. Ist echt komisch. Man hat da Performance hier. Möchte nicht irgendjemand nochmal mein kleines Spendenziel auf Twitch erreichen und mir ermöglichen, so einen neuen Rechner zu kaufen? Nein? Ach, schade. Ah, war denn das hier? Nee. Die verbliebenen Ach, da habe ich gefailt? Die ist die Herrin des Waldes, habe ich schon gemacht. So. Ich würde aber nicht ohne. Was haben wir denn hier? Das war eigentlich eine Nebenquest, oder? Das gefallen der Freunde. Springen wir weiter. Das machen wir auch gleich für Erfahrungspunkte. Aber schon. Ich möchte jetzt sagen, ich möchte dann mal sicher Level 8 werden. Fliegende Forste. Wo ist denn jetzt diese blöde Quest? Blutsbande, kehre zur Mutter zurück. Ah ja. Level 12, Alina. Die muss ja jetzt auch nicht was bringen, oder nicht? Oder? Zumindest standen wir schon mal halbwegs richtig. Schwer ist wie Sonne. Aber man hat sie einen Stuhl, ne? Mein Sohn, hast du was erfahren? Hab ich. Ich will die Wahrheit wissen. Ob sie süß oder schmerzhaft ist. Ich will sie wissen. Dein Sohn ist tot. Wie ist das geschehen? Das da. Wir sind mal 100% ehrlich. Er ist desertiert. Man hat ihn geschnappt und aufgehängt. Lüge! Er hing da nicht alleine. Die Mitteilung am Baum war eindeutig. Das glaube ich dir nicht. Mein Sohn war kein Feigling. Glaub, was du willst. Ich habe einen Brief bei ihm gefunden. Der ist an dich adressiert. Mutter, dies ist vielleicht das letzte Mal, dass ich schreibe. Ich habe in allen Briefen gelogen. Vergib, ich bin kein Held. Es macht mir keine Freude, Nordlinge zu töten. Dieser Ort ist ein Albtraum. Ich habe es ertragen, aber das geht nun nicht mehr. Vor kurzem befahl man uns, Gefangene zu ermorden. Weißt du, was es bedeutet, Wehrlose zu töten? Ich muss hier weg, mein liebes Kind. Für immer. Du hast ihn gefunden. Hier, dein Lohn. Das gibt den ganzen Spiel auch ganz schön an Tiefe, oder? So viel XP gab's nicht. Okay, es hat scheinbar nicht für Level 8 gereicht. Doch. Hat's gereicht? Hat's nicht gereicht? Jawohl. Nee, Erfahrungspunkte. 9. 9 lämmerliche Erfahrungspunkte gibt es für die Quest. Und jetzt fliegt ihr sogar noch in einer Luft. Ist jetzt wahrscheinlich die neue Nilfgaardische Luftpatrouille. Ja gut, das ist natürlich genau gleich weit weg. Klasse, na gut, dann reiten wir jetzt irgendwie die Straße. Wir reiten nicht, ich laufe. Das ist mir zu doof, plötzlich ranzurufen bis dahin. Der Kaiser wird uns führen. Ja, bestimmt. Novigrad. Aber was muss man hier auf jeden Fall noch machen können, wenn man hier in dieses komische Freudenhaus dann noch rein kann? Ob ich einfach die Wachen umhauen könnte? Mit genug Gewalt? Aber wahrscheinlich sind die Level 30 oder so. Das ist glaube ich irgendwie hier. Der Abschnitt ist hier mehr oder weniger, kommt mir das vor, als wäre es hier mit der Late Game Content. Egal. So, warte mal. Wir müssen jetzt erstmal. Ich würde echt zum Weidler zurück. Warte mal. Herrin des Waldes? Nö. Das möchte ich nicht machen. Niederwirr. Ich möchte eigentlich. Okay, warte, ich muss auch kurz hier als Concentration. Ich muss immer. Ich möchte, wie gesagt, erstmal Nebenquest fertig machen. Wo ist denn jetzt hier der komische Weidler? Sammelnde geeinigter Freunde? Wo ist denn das überhaupt eigentlich auf der Karte? Kann ich das. Dass es hier leider nicht direkt einen Kopf gibt, der mir anzeigt, wo auf der Karte es ist. Da. Da fahre ich wann anders hin. Das habe ich keinen Bock drauf. Egal, wie dem auch sei. Ich merke gerade, die Zeit geht auch schon wieder gerade zur Neige. Wir machen das alles mal beim nächsten Mal. Wenn es dann wieder heißt, Witcher 3 Wild Hunt, nicht 2. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.